Morgen! Heute ist Sonntag, der 3. Juli. Wir stehen immer noch an unserem schönen Platz. Und ursprünglich wollten wir jetzt eigentlich zum Bootsanleger fahren, um dann mit dem Boot über den See zum Swartisen-Gletscher zu fahren. Den Plan haben wir gecancelt, weil uns auch ehrlich gesagt die Bootsfahrt zu teuer ist. Und wir Angst haben, dass wir das dann vielleicht zeitlich auch gar nicht schaffen, um wieder mit dem letzten Bötchen zurückzufahren. Und deswegen werden wir jetzt von dieser Staumauer zur anderen Staumauer fahren. Denn von dort kann man nämlich zu der Gletscherzunge wandern vom Swartisen. Die kalt nämlich in diesen Stausee. Und da sieht man den nämlich genauso gut, hoffentlich. Also steht zumindest so beschrieben. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Und wenn wir das geschafft haben, dann fahren wir weiter Richtung Süden und suchen uns wieder einen schönen Stellplatz, ähnlich schön wie diesen hier. Das ist der Plan. Jo, bis später.
nehme der mir. Belofala. Draußen. Jetzt geht's wieder durch den unbeleuchteten Tunnel. Aber der ist ja nur klein. Der ist nur kurz. Aber hat ganz schöne Schlaglöcher. Da muss man echt die Spurrille erwischen. Und die ersten Autos sind schon wieder hochgefahren. Also ich denke, dass da wieder die Wanderer heute kommen. Das ist ein herrliches Gebiet. Die Ausschilderung ist zwar mehr als mäßig, in Komoot gibt es auch keine Strecken. Aber ich denke, da kann man schön übers Fjell wandern und hat immer die Gletscher im Blick. Viele fahren einfach nur rauf, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Ja. Da war jetzt einer, der hat zwei Hunde da oben ausgeführt. War gestern Abend schon einer, der war bestimmt 1,5-2 Stunden mit dem Hund unterwegs. Ja, bevor man irgendwo in der Stadt rumläuft oder an der Straße, ist das natürlich schon herrlich. Und die Anwohner, die wissen, wie man raufkommt. Für die ist das ein Klacks. Die Strecke ist im Endeffekt von der Hauptstraße 10 Kilometer weg. Bis auf die zwei Tunnel super befahrbar. Aber trotzdem noch so für Vanlifer ein kleiner Geheimtipp, der es jetzt dann nicht mehr ist. Es ist halt abseits der Hauptroute. Wenn man einen Schlafplatz sucht und man ist in der Nähe, ist es schön, aber extra dafür herfahren wird keiner. Außer wir das nächste Mal. Ja. Weil den Platz, den schauen wir uns schon nochmal an. Einfach Trauma. Wetter-App soll es heute eigentlich bedeckt sein und regnen. So viel zu den Apps und wie man sich drauf verlassen kann. Aber ich habe ja die Trolle bestochen und somit bleibt es auch erstmal so. Ein Tipp für euch alle: Stellt euch mit den Trollen gut, dann habt ihr auch schönes Wetter. Thank you.
So. Hallihallo! Guten Tag! Viele Grüße vom Gletscherblick. Da hinten ist das Wattisen. Ja. Ja, ich lade das Gesicht wieder drauf. Danke. So. Ja. Also Leute, ein Tipp und 5 Punkte von 5 von uns für diesen geilen Blick. Wer die Helgelandsküste fährt, sollte unbedingt einen Abstecher an den Wattisen-Gletscher machen und gegebenenfalls hier an den Stausee fahren. Ich blende es dann ein, wie der heißt. Genau. Du kannst auf der Staumauer entlang wandern und vielleicht kann man dann auch ein Stück am Gletscher entlang. Wir sind auf der Staumauer und da hinten geht normalerweise da links geht ein Weg entlang, wo man noch näher zu den Gletschern kommt. Die Gletscher sind da hinten, die Gletscherzungen. Wir blenden dann noch mit Bildern richtig ein. Genau. Na? Also der Abstecher lohnt sich, sind 10 Kilometer, die man durch ein Tal fährt. Die Straße ist überwiegend gut. Es sind also hierher ist ein unbeleuchteter Tunnel. Zum anderen Stausee und zum Übernachtungsplatz, wo wir waren, wäre noch ein zweiter. Ist aber alles machbar. Ja. Selbst Weißware aber vielleicht wurde hier gesehen. Nicht die größten also Weißwaren. Dickschiffe über 7 Meter, würde ich sagen, wird es kritisch, weil teilweise sehr enge Kurven sind. Hm. Aber normales kleinere Teile integrierte oder ja, Kastenwegen funktioniert ohne Probleme. Funktioniert sehr gut. Absolute Top-Empfehlung. Kurze Wanderung und man hat diesen Gletscherblick und wir sind ganz allein. Und das an einem Sonntagmittag, muss man sagen, bei herrlichstem Wetter. Wir werden dann auf der anderen Seite vom Swartisen entlangfahren. Da gibt es ja diesen Bootsanleger. Den wir eigentlich ursprünglich machen wollten, aber der war uns dann zu teuer. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Wir werden dann einblenden, was dort los ist. Nur mal zum Vergleich. Also auf jeden Fall haben wir hier die bessere Entscheidung getroffen. Und ich glaube, wir haben auch den besseren Blick. Ja. Also dann. Bis später.
So, das, oh, da links. Da links ist der. Ja. Das ist jetzt der Parkplatz vom Swartisen-Gletscher, wo man mit dem Bötchen rüberfahren kann. Wie man sieht, ist nichts los. Boot ist voll. Boot ist gestopft voll. Wir stellen uns da wahrscheinlich jetzt hinterm Bus, hätte ich gesagt. Da kommen wir nicht mehr hin. Wir machen jetzt nur ein Bild und das war's. Wieder geht's auf eine Fähre. Dieses Mal eine etwas längere Tour. So wie es ausschaut, dauert es über eine Stunde und wir werden den Polartag verlassen. Wir werden unterhalb des Arctic Circle kommen. Leider. Ja, ist leider, ist irgendwie schon traurig. Aber naja, so ist es. Sehr verehrtes Publikum. Es ist hier sehr laut. Aber wir sind auf der Fähre. Und jetzt geht's, wie vorhin der Michael schon gesagt hat, unterhalb des Polarkreises. Noch scheint die Sonne, es wird aber schwarz am Horizont. Dunkle Wolken auf, weil wir den arktischen Bereich verlassen. Schaut euch mal die Gesichtsfarbe an. Noch haben wir Sonnenbrille auf. Ab morgen ist dann südlich des Polarkreises Scheißwetter. Du hast die Trolle bestochen. Die Trolle waren nur nördlich des Polarkreises zuständig. Ich muss mich jetzt erst um die südlich des Polarkreises kümmern. Okay. Also, liebe Trolle, ich komme.